So, und damit herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer weiteren Folge meines Let's Plays in Total War Troy mit Paris von Troja, legendäre Schwierigkeit. Und ja, wir haben jetzt Juli mittlerweile und es ist wieder eine komplett neue Aufnahmesession für mich jetzt. Ich habe jetzt wirklich erstmal Ruhe und ja, ein bisschen mehr Zeit in den nächsten Tagen, Projekte umzusetzen, die ich mir noch vorgestellt habe und die auf alle Fälle noch auf eine Umsetzung dieses Jahr warten. Und dann machen wir an der Stelle gleich ganz entspannt weiter. So, was ist in den letzten Runden passiert? Wir haben begonnen, im Brazos zu belagern. Habe ich es nur belagert? Habe ich es nur belagert? Weiß gar nicht. Ah ja, ich hatte wirklich versucht, es zu belagern. Wie lange würde es dauern, bis die ausgehungert sind? Ja, es dauert noch 3 Runden. Das Ziel war es ja eigentlich, dass er rauskommt, aber das wird sich wahrscheinlich so nicht machen lassen. Wenn nicht, muss ich vielleicht sogar zum Gegenangriff übergehen. Mal gucken. Überlege ich mir diese Runde. Ich meine, wir haben jetzt ja zumindest ein paar Ramböcke. Die trojanischen Pferde oder die zumindest diese Belagerungstürme, die können wir noch nicht bauen, weil wir da eine Technologie brauchen. Das finde ich auch ein bisschen schade, dass man die erst sehr spät freischaltet. Das wäre an dieser Stelle hier. Aber da geht es ja schon langsam hin. Ja. So, in 2 Runden haben wir auch dann nochmal reduzierte Durchhaltedauer für den Feind. Kommt hier wahrscheinlich ein ganz kleines bisschen zu spät dann. Ja. Und hier müssen wir jetzt auch was tun, weil hier sind einige Truppen von Sparta also noch nicht gelandet, aber sie stehen kurz vor der Landung. Da sollten wir irgendwas tun, weil das ist natürlich eine ziemlich starke Armee hier, ne? Also gepanzerte Stürmer hier, dann 2-mal Speerträger, 2-mal gepanzerte Speerträger. Also das ist natürlich nicht zu unterschätzen hier. Ich habe ja auch eine Armee. Ich habe gerade die Armee nicht gesehen. Ich dachte, hier würde nichts stehen außer die paar Agenten, aber da steht eine Armee. Also alles ganz entspannt. Das werden wir lösen können. Wir kehren den Griff der Danien an. Ist ja nichts Neues. So, wir belagern selber auch. Wir werden auch belagert an anderen Stellen. Nämlich hier bei Prokonesos. Was ich da dann mache. Da müssten wir immer noch eine ganz gute Garnison haben. Ja, haben wir aktuell auch noch. Paktyr wurde ja ausgeplündert. Letzte Runde, leider. Ja, viel machen können wir da nicht. Ärgerlich. Ärgerlich, ärgerlich. Naja, in 3 Runden haben wir trotzdem einen Überschuss. Dann bauen wir erstmal Sestas aus. Und hier müssen wir mal schauen. Auf der anderen Seite wäre es schon ärgerlich, die Stadt zu verlieren. Ich denke aber nicht, dass es ein Problem wird, das zu verteidigen, wenn er jetzt hier nochmal angreifen sollte. Naja, viel haben wir nicht. Vielleicht rekrutiere ich da auch nochmal einen Kommandanten. Für eine Runde zumindest. Frage ist natürlich, ob er nochmal angreift. Ne? Wenn die Schleuderer, mit denen würde man klarkommen. Den Helden würde man wahrscheinlich aus der Ferne ausschalten können. Muss ich mal gucken, weil das kostet natürlich dann auch wieder extrem viel, weil die Versorgungslinien sich erhöhen. Und wir werden auch auf Lesbos in Messymna belagert. Von der 20-Armee von Teukros. Durch Salamis. Inselkeulenkrieger, Inselbewohner. Ja, es sind nicht die stärksten Einheiten. Korybanten natürlich gefährlich. Riesen ein paar und Harfien. Aber ich denke, in der Schlacht würden wir durchaus eine gute Chance haben, das zu verteidigen. Würde ich auch spielen wollen dann. So, ein paar Überschüsse haben wir noch auch in Thynien. Den 5. Überschuss. Perfekt. Hier haben wir mittlerweile ja auch den Einfluss erreicht, den wir brauchen. Das heißt, auch hier brauche ich jetzt auf alle Fälle erstmal die Epoik für die Nahrung. Ja, ich weiß, das ist aktiv. Das sind reduzierte Kosten um 25% von Produktionsgebäuden. Und dann haben wir ja auch noch die Technologie am Anfang erforscht. Das ist ja auch nochmal minus 12%. Immerhin etwas. Ja. Gut, das Holzgebäude, das spare ich mir jetzt, weil wir bekommen unheimlich viel Holz. 4000 Holz pro Runde, also da haben wir wirklich mehr als genug. Joa. Der Spion hat noch einen Rang, aber wir haben ja so viele Rangpunkte bei den Spionen, da muss ich mir, glaube ich, echt gar keine Gedanken machen. Ich habe auch nur einen Punkt, den ich jetzt hier verteilen kann. Immer wohltätig.
I can make any problem go away. So, hier ist Sabaddon. Vorwiegend der dardanische Schwurkämpfer. Na klar, die trojanischen Einheiten werden jetzt hier nicht mehr rekrutiert. Also wird langfristig auch Hector von Troja dann die ganzen, ich sag mal, Standardeinheiten bekommen. Jetzt muss ich schon mal kurz was trinken. So. Was sammelten sich hier eigentlich? 20er, 13er, 12er, 11er. Ja, das ist schon einiges. Das ist schon einiges. War is in my blood. 92, 12. 84, 22. Ja. Also die trojanischen Adlige, die sind schon deutlich besser und gar nicht wirklich viel teurer. Aber irgendwie würde ich es auch ein bisschen als Verschwendung ansehen, die jetzt alle aufzulösen. Deswegen, ja, wenn hier nach und nach welche verloren gehen, dann ist es so. Dann tausche ich die natürlich aus, aber vorerst sehe ich da jetzt nicht, sehe ich mich da jetzt keinem Druck ausgesetzt. Wie sieht es hier unten aus? Dardanien hält immer noch einige Siedlungen, aber alles in allem nur, kurz mal schauen. Eins, zwei, immerhin drei große Provinzhauptstädte, das ist ja sicher. Das ist sehr sicher. Gucken, wie es hier auch weitergeht. Was passiert hier eigentlich? Hier ist Dardanien mit einer Armee. Gut. Nicht sonderlich bedrohlich. Hier haben sie auch wieder ihren gesamten Einflussbereich verloren. Ja. Das war nun mal auch mitten im feindlichen Territorium. Was will man da erwarten? Okay, dann würde ich sagen, wir schlagen erstmal die Armee jetzt hier automatisch. Die sind sowieso im Marsch, da kann nichts passieren. Nehmen wir gleich mal ein bisschen Bronze mit. Kultstatue des Zeus. Plus 10% auf Geschosse und rüstungsdurchdringenden Schaden. Von Wurfspeereinheiten, ja. Gut, Wurfspeereinheiten. Da hat ja nun Troja nicht die Besten. Mit Ausnahme, dass ich vielleicht irgendwo Harfien natürlich rekrutieren könnte, aber... Ja, mal gut, weil Paras haben wir zumindest zweimal normale Harfien-Bestien. Das ist schon mal was. Unvergiften. Sehr stark. 100% Erfolg, sehr schön. Oh, das ist aber nicht wenig Schaden, was die bekommen. Das ist ja verdammt viel Schaden. Boah. Das Ganze nochmal. Erfolg. Boah, die haben jetzt echt viel Schaden bekommen hier. Korybanten, einfach auf die Hälfte fast reduziert. Das ist wichtig, auch die Riesen. Na, das hat einiges gebracht. Aber spielen würde ich es trotzdem nicht. Mittlerweile 6 Götter aktiv. Auch das sieht fantastisch aus. Wenn wir uns das hier an der Stelle mal anschauen. Hera auf Stufe 3. Zeus auf Stufe 3. Ares, Apollo und Athena auf Stufe 2. Und Artemis und Hephaistos auf Stufe 1. Ja, es läuft. Und wir können wieder eine Hekatombe zünden. Das mache ich dann mal. Mal kurz schauen, bei wem ich das mache. Dadurch könnte ich die Sparten rekrutieren. Hat auch was. Regierungseffizienz, auch das ist sicherlich sehr effektiv. Da würde ich wieder eine Seherin rekrutieren können. Und die würde mich ja auch wieder nach oben katapultieren mit einer Gottheit. Weil Aphrodite jetzt nicht die besten Effekte hat, muss man einfach mal so sagen. Da ist Poseidon schon um einiges besser. Ja, dann machen wir, nehmen wir einfach Apollon. Mittlerweile bekommen wir 170 Gunst, aber es kostet auch 1057 Nahrung. Das ist richtig teuer. Wobei das, nee, man kann ja maximal 650 haben. Das wäre ineffektiv. Da würde ich sehr viel Gunst jetzt verschenken. Das macht keinen Sinn. Dann mache ich das woanders. Hephaistos erhöht die Nahkampfabwehr von Streitwegen, ist auch nicht so toll. Dann gehe ich hier auf Artemis.
Mehr Bewegungsreichweite für alle Armeen, erhöhter Geschossschaden, rüstungsdurchdringender Geschossschaden und geringere Unterhaltskosten für leichte Infanterie. Ja, das ist nicht ganz so wichtig, aber eben der Geschossschaden und die Bewegungsreichweite. Ja, bei 290 sind wir jetzt, da fehlt nicht mehr viel. I keep the rituals. A little knowledge is a dangerous thing. Defending all. Aktuell haben wir hier einen übrig. Vorfahren Ehren macht jetzt hier auch keinen Sinn. Irreführen, auch das bringt jetzt nicht viel, weil der belagert ja. Lass ihn erstmal hier. Falls wir noch eine weitere Armee rekrutieren. So. Und dann. Ja, hier werde ich nicht rekrutieren. Ich hoffe, das hält sich so. Not a chance. Mistress of Portals. Ja. Mal sonst noch irgendwas hier machen. Sieht nicht so aus. Gut, dann. Ja, will ich die Schlacht spielen? Komm, ich spiele die Schlacht wirklich mal. Ja, es ist ja nicht ganz. Es ist nicht das beste Verhältnis, deswegen würde ich es dann auf alle Fälle auch spielen. Wir haben ja gute Einheiten. Gut, er hat hier ägyptische Axtkämpfer. Berühmte Axtkämpfer. Oh, die sehen stark aus. Dann noch diese gepanzerten Speerträger, auch die sind gut zweimal gepanzerte Stürmer. Weil die Stadt auf Stufe 5 ist bestimmt, ne? Da gibt es zweimal gepanzerte Stürmer und gepanzerte Speerträger. Und der hat halt auch so diesen Turm hier auf der Stufe. Da werden aber irgendwie nicht alle Einheiten angezeigt, würde ich sagen. Weil er hat ja hier durch dieses Gebäude hat er ja nur 2, 3, 4. 5, 6, aber er hat ja viel mehr Einheiten in der Garnison. Deswegen, da werden einige Sachen nicht angezeigt. Hier, das würde noch weitergehen. Details, ja, hier sieht man es jetzt ja. Aber das ist meine Garnison, die angezeigt wird. Warte mal, vielleicht sieht man es bei einer anderen Siedlung ein bisschen besser. Das ist, hier vielleicht? Ja. Ne, hier sieht man es auch nicht. Aber man sieht ja eindeutig, was da noch drin ist. Also, da kommt noch ein bisschen mehr dazu. Okay, dann spiele ich die Schlacht jetzt einfach mal. Komm, riskiere ich mal ein bisschen was. Ein Opfer können wir hier nicht. Statuieren, sag ich mal. Ja. Hat dann hier noch ägyptische Schleuderei. Aber die sind nicht so stark. Die sind nicht so stark. Ich meine, eigentlich habe ich ja super Bogenschützen. Die müssen eigentlich nur alles von den Mauern fegen. Dann hat sich das, ne? Ja, komm. Los geht's. Wir haben insgesamt 2 Rammblöcke, würde ich sagen, oder? Ja, wir haben 2 Rammblöcke. Damit kommen wir schon mal durch die Tore durch. 6 Gottheiten stehen hinter uns. Ja, die Armee, die in der Stadt steht, das ist nichts. Mal gucken. Packe ich die Streiter von Troja nach vorne, dass die eben den feindlichen Beschuss abfangen. Und dann sehe ich da auch gar kein Problem. Bei den Harfien muss ich mal schauen. Das sind ja eigentlich mit meine stärksten Nahkämpfer jetzt hier. Die haben ja einen ganz schön krassen Nahkampfschaden, den die austeilen. Das kann man ja hier ganz, ganz schön sehen. 160 Schaden. Selbst die Wachen von Troja haben nur noch 15. Dabei haben die eigentlich gar nicht so krasse Waffen, sage ich mal. Aber es sind halt Elite-Kämpfer. Ich würde sagen, wir greifen auch hier an. Das ist eigentlich sicherlich am effektivsten. Ich werde auch, denke ich mal, nicht auf den Mittelpunkt gehen, sondern ich werde versuchen, den Feind natürlich hier zu vernichten. Das sollte das Ziel sein. Hat hier, na gut, er hat hier 1, 2, 3, 4 Türme hat er auf der Seite. Gut, hier hat er 4 Türme. Da hat er auch 4. Hier hat er auch 4. Er hat überall gleich viele Türme. Na, mal schauen. So, die Schreiter Trojas kommen nach vorne. Die packe ich auch mal ganz breit. Haben ja gute Schilde hier. Die blocken 85% ab. Haben 105er Rüstung. Vielleicht auch noch so nochmal eine 4%ige Geschossresistenz. Ja, da kann nicht viel passieren. Allerdings muss ich mich natürlich daran gewöhnen, die trojanischen. Achso, das sind trojanische Prinzen sogar. Ja. Trojanische Prinzen sind 60 Mann und deswegen ist die Einheit so klein gewirkt. Bei den trojanischen Adligen haben wir immerhin 60 Mann. Aber ich glaube, Bogenschützen sind immerhin 90, also das, oder 80 Mann sind, nee, Bogenschützen sind 100 vielleicht sogar. Waren Bogenschützen 100 Mann? Es kann auch sein, dass das 100 Mann waren. Aber alles im einen sollte das trotzdem sehr effektiv jetzt hier sein. Ich meine, das sind wirklich mit die besten Bogenschützen, die trojanischen
Adligen. So. Haben auch eine gute Rüstung mit 55, die Prinzen sogar mit 70. Also auch nochmal eine Nummer besser. So, die kommen einfach dahinter und die schießen dann, sobald es losgeht. Ah genau, die Axtkämpfer haben die Ramböcke. Dann macht es ja fast mal Sinn, die ein bisschen aufzuteilen, ne? Könnte ich eigentlich schon mal machen. Vielleicht ein, zwei paar Einheiten hier rüber. Weil ist das so schlau ist. Nee, dann kriegen die hier wieder Schaden durch die Türme. Nee, nee, das ist nicht so schlau. Die packe ich sowieso erstmal. Die sind ja sowieso versteckt. Ja. Okay, dann. Los geht's. Da geht's natürlich direkt aufs Tor. Die anderen kommen auch schon mal mit nach vorne. Und ja, seine Bogenschützen. Wo sehe ich die? Wo sehe ich die? Wo sehe ich die? Hier sind gar keine Bogenschützen. Hat er vielleicht auch gar keine Bogenschützen? Kann natürlich auch sein, ne? So, jetzt gehen ja schon die ersten Pfeilsalben los. Ja, aber die fangen natürlich hier sehr viel ab. Das sind diese gepanzerten Speerträger. Ja. Da bleibt erstmal sehr viel hängen. Weil die natürlich sehr viel blockieren. Aber wenn so viel ankommt, ne? Also sieht man schon. Richtet auch ein bisschen was an. Was ist das für eine Einheit? Das sind diese schweren Axtkämpfer bestimmt, genau. Berühmte Axtkämpfer. Ja, die sehen auch beeindruckend aus. Haben irgendwie was von Legionären, wie ich finde. So. Ja. Aber sie kriegen auf alle Fälle Schaden. Wir haben ja mehr als genug Munition hier. 50, 40 Munition. Weil teilweise sehr unterschiedlich Munition hier, ne? Achso, die einen hatte ich früher rekrutiert, die anderen sind noch gar nicht so lange verfügbar. Aber das passt eigentlich. Natürlich ein paar schießen auch auf den Ramblock hier. Gerade die Türme machen eben sehr viel Schaden. Den Minotaurus habe ich vergessen gehabt. Ui. Das ist nicht gut. Den hatte ich einfach vergessen. Okay, dann hol ich den mal rüber. Schießt Paris eigentlich auch? Schießt der schon? Ja, der schießt, aber der macht irgendwie keinen Schaden. Bisher hat er nicht so viel getroffen. Und ich muss auch ein bisschen aufpassen mit der Munition, weil so viel Munition habe ich insgesamt gar nicht. Aber erstmal können wir hier noch schießen. Vielleicht sollte ich statt der Troja erstmal auf die Mauern schicken. Das kann vielleicht auch gar nicht mehr so schlecht sein. Wird angegriffen. Ah, die haben schon ein bisschen mehr Schaden bekommen. Ja, wir bekommen Schaden. So, die Harfien hole ich auch mal nach vorne. So, und wir stehen jetzt hier da und wir bauen die Leitern auf. Auch das ist sehr gut. Komm. Breche ich das mal ab. Und dann geht ihr auch hier hoch. Und dann stelle ich einfach die Speerträger, die kommen hier wieder ein bisschen zurück. Dann kann ich es auch ein bisschen als Deckung verwenden, theoretisch, ne? Hier diesen Rahmenblock, der jetzt hier steht. So, wir sind durch, oder? Ja, aber die haben richtig viel Schaden bekommen. Eieiei, haben die viel Schaden bekommen. Dann kommt mal zurück. Versteckt euch mal am besten. Boah, haben die viel Schaden bekommen. Eieiei. Gut, dann fahre ich mit Paris mal rein. Das ist ganz schön viel Schaden. Ihr habt die Tore fast eingenommen. Gerade wenn man hier rüber schießt, der Schaden ist natürlich ein bisschen geringer, ne? Das merkt man schon. So, mit ihm bin ich jetzt drin, ne? Dann. Aber leider kann ich mit ihm nicht so direkt in den Nahkampf gehen, was wirklich schade ist. Acceptable. Strike true.
dass man ihn nicht so als Nahkämpfer steuern kann, ist schade. Indeed, Sir. So be it. I can. Most certainly. Aber so kann ich ihm natürlich jetzt hier in den Rücken schießen, ne? Auch nicht schlecht. Die können jetzt theoretisch auch hier durchschießen dann. Der wird sich auch so erstmal hier ganz passabel schlagen. Jetzt hatte ich auch nur Axtkämpfer um sich. Das passt. So, dann hole ich die jetzt aber erstmal mal runter hier. Die Speerträger. Und dann können die auch schon in den Nahkampfangriff rübergehen. Munition ist noch da, aber bei manchen Einheiten echt schon sehr wenig. Und da ist ja noch einiges. Eine eurer Einheiten hat keine Munition mehr. Ja, ist nicht so gut. Dann zieht euch schon mal zurück. Konzentriere ich das Feuer jetzt mal auf einzelne Einheiten, würde ich fast vorschlagen. Alles in einem sieht das ganz gut aus. So, jetzt kann ich eigentlich auch mal die Streite von Troja hier durchschicken und dann die Harfin gleich hinterher. Weil die auch immens viel Schaden bekommen haben jetzt hier durch die Türme. Ja, gerade die Türme, die hauen halt richtig rein, ne? Ich hab die auch leider nicht in den Defensivmodus gepackt, was auch nicht ganz so schlau war. Ja, und hier meine berühmten phrygischen Axtkämpfer unterliegen ganz klar den berühmten Axtkämpfern. Ihr habt die Tore eingenommen. Was ist jetzt noch irgendwo eine Speereinheit? Ne, aber der Minotaurus steht noch hier, der muss auf Alf wieder rein, klar. Und Paris ist gebrochen. Mit 3900 Lebenspunkten. Wie kann er da gebrochen sein? Boah, das glaube ich jetzt aber echt nicht. Der 3900 Lebenspunkte ist gebrochen. Das ist mal unglaublich. So, so viel Schaden wie möglich verursachen. Ja, hier, das ist gut. Wir unterstützen unsere Einheiten ein bisschen. Das passt. Und auch keine Munition mehr. Dann können die auch mal in den Wald dort. Paris ist wieder da, sehr gut. H4 ist nicht mehr übrig. So, die H4 sind auch in Reichweite. Der Sieg ist zum Greifen nah. Ja, da fehlt nicht mehr viel. So, klar haben wir gewisse Verluste hier zu verkraften. Jetzt müssten die auch alle fliehen. Ja, der Minotaurus, der haut schon ordentlich drauf. Gut, hat er noch seinen Helden reingeholt. Hier ist auch noch ein Held. Schießen wir da mal ein bisschen im Rücken. Das kann ja nicht schaden. Ja, aber die Schatten von Troja, die halten nun wirklich viel aus. Das merkt man schon. Die halten wirklich ganz, ganz, ganz viel aus. Hier, guck mal, die werden die ganze Zeit in den Rücken geschossen. Aber die haben eben so eine immens starke Rüstung. Da passiert halt nicht viel. So, die Harfienbestien hole ich mal zurück. Streiter von Troja können sich hier um den Helden noch kümmern. Ja, aber es müsste hier eigentlich nach und nach zu einer Panik kommen beim Feind. Weil so viel ist ja hier nicht mehr.
Da können wir auch einen Rücken schießen. Die haben eine riesen Reichweite. Der feindliche Held wurde verwundet. Boah, von überall wird geschossen. Von überall. So, die können sich auch mal wieder in Sicherheit bringen. Manche anderen haben schon wirklich viel Schaden bekommen. Jetzt auch jemand einer Held. Durch die jungen Speerträger, der. Ich hol dem. Ich meine den Minotaurus, den hol ich mal raus. Der darf hier auf alle Fälle nicht sterben. Hau mal ab. Dafür ist Paris hier zuständig. Ja, das hat gut geklappt. Dort fliehen sie jetzt auch. Aber die hole ich jetzt auch mal zurück. Auch nur noch 46 Moral. Auch die sind gefährlich. Und ich will hier auch keine Einheit vollständig verlieren. Das will ich auf alle Fälle nicht. Das wäre doch die größte Gefahr, die hier noch passieren kann. Die Reichweite, die haben, ist gigantisch. 223 und auch durch Technologien und oder königliche Erlasse und durch die Helden, aber das ist eine gigantische Reichweite, also da kann man gar nichts gegen sagen. So, die Harfien können auch wieder weg. Ja, das geht halt so schnell, wie die hier fallen, ne? Oh, die haben keine Munition mehr. Aber die trojanischen Adligen haben noch Munition. So, die Prinzen haben mittlerweile auch fast ihre ganze Munition verballert. Und die machen verhältnismäßig trotzdem weniger Kills, ne? Das sieht man ja hier. Also die trojanischen Adligen machen mehr Kills als die Prinzen. Dafür können die sich im Nahkampf natürlich besser verteidigen, ne? Ich muss hier so oder so bald in den Nahkampf übergehen, also. Der ist auch zerstört, der Held. Hat jetzt nur noch ein paar Truppen, die hier oben sich gesammelt haben. Hier hat er auch diese gepanzerten Stürmer. So, jetzt muss ich mal schauen, welche Einheiten haben jetzt überhaupt noch Munition. Ja, die trojanischen Prinzen haben etwas mehr Munition, das ist der Vorteil, den man mit diesen Einheiten hat. Die sind auch zerstört. Dann könnten die ja bestimmt auch hier oben die Stürmer abschießen, oder? Ja, perfekt. 70 Mann noch. Ich muss sagen, die kämpfen wirklich bis zum letzten Mann hier, also. Ja. So, Ares, die hätte ich auch schon mal etwas früher vielleicht aktivieren können. Hier nochmal ein bisschen regenerieren mit Paris. Perfekt. Und dann beende ich das Ganze. Ja, knapper Sieg. Trotz mit so einer starken Armee, muss man sagen, haben wir ganz schön Verluste eingefangen. Durch die KI. Man sieht es hier auch, also auch die Harfien sind nicht bestens geeignet für solche Belagerungskämpfe. Auch meine Axtkämpfer, eigentlich ziemlich enttäuschend, was die hier an Kills gemacht haben. Aber gut, wir haben die Schlacht gewonnen und haben jetzt Ilion im Brasos erobert. Und können dort jetzt erstmal verhindern, dass die Fraktion Argos dort weitere Manöver ausstartet, weil das war ja eine richtige Militärbasis für die. Und die müssten die jetzt auf Stufe 4 bekommen. Was durchaus nett ist. So, der hat Ehrenhaft als Effekt, als Eigenschaft bekommen. Hier kam Mede, Motivation und mehr Moral in eigenem Gebiet. Das klingt auch gut. So, Tempel des Apollon. Und ja, den Wachturm, den reiße ich ab. Den brauchen wir nicht. Das haben wir stehen. Was haben wir denn hier? Schon mal ein bisschen vorausplanen. Tarsos ist eine Goldminensiedlung und Saos ist eine Steinsiedlung. Vielleicht, da wir hier sowieso noch ein bisschen was bauen, macht es sicherlich ganz. Macht es vielleicht. Naja, Stein. Das Gold und Stein kann man ja beides nicht boosten, so, ne? Den Einfluss haben wir auch. Ah, Zufriedenheit müsste sich aber herstellen hier, ne? Minus 10. 20 Militärpräsenz, mal schauen. Ich schaue mir das nächste Runde mal an.
Ich baue erstmal hier noch ein Residenz des Priamos. Ist sehr günstig und ist gut für Nahrung und Beliebtheit. Brauchen wir beides. Kann man immer genug haben. Kann man nie genug haben von beiden. So, vielleicht besser. Und dann haben wir hier wieder eine Aktion. Und da nehme ich jetzt hier Schadensresistenz, Geschwindigkeit. Und die Einheiten, ja, man sieht, das ist wirklich gigantisch, was die hier an der Verstärkungsrate haben. Ne? Also hier pro Runde werden 28 Mann wieder aufgefüllt. Das ist wirklich gewaltig. Ich frage mich jetzt trotzdem, wieso Paris so viel Schaden bekommen hat, weil am Schluss war er trotzdem bei vollem Leben. Das verstehe ich jetzt nicht ganz, was hier passiert ist. Aber ja, ansonsten passt das. War ist in my blood. Ja, mittlerweile könnte ich ja sogar diese Streitwagen rekrutieren hier. Diese schweren trojanischen Streitwagen. Die sind auch durchaus nicht schlecht. Aber eben sehr teuer. Muss man dann mal schauen. Jo. Sonst noch irgendwas? Die Beliebtheit geht ein bisschen runter. Minus 11 durch andere Effekte. Was haben wir denn? Gut, Seherin können wir sowieso aktuell nicht weiter rekrutieren, weil wir die erst in, glaube ich, vor ein, zwei Runden genutzt hatten, um Hera eben auf eine hohe Stufe zu multiplizieren. Ja, also Das passt schon. Weil ich mich trotzdem frage, wo dieser Effekt jetzt herkommt. Andere minus 11. Habe ich irgendwas verbrochen, dass ich jetzt hier minus 11 habe? Achso, bedrohliche Stille minus 6. Und dann oben am Himmel nochmal minus 10. Vielleicht kommt das dadurch. Ja, da müssen wir gucken, dass wir handeln. Und bald mal wieder Paris und Helena vereinen, weil so langfristig wird das sicherlich doch Schaden anrichten. Hier sieht man ja auch Voraussage, es geht überall runter. Das ist nicht gut. Aber es ist aktuell auch überall bei 100%, also wir haben überall die höchste Beliebtheit, mit der wir uns jetzt erstmal freuen können hier. Wir haben ein glückliches Volk, reduziert die Kosten für die Rekrutierung, erhöht das Wachstum, erhöht die Rekrutierungskapazität und die Sichtweite, also alles supi. So, Agenten haben wir auch rekrutiert, das heißt, ich kann auch hier den Erlass erstmal wieder wechseln. Wollte ich ja ohnehin machen. Und stattdessen dann wollte ich eigentlich ja hier Aegis von Troja nehmen. Eigenname in dieser Provinz. Ich hoffe mal, dass es auch die Munition für die Garnisonen erhöht. Das wäre doch sehr wichtig. So, und hier wollte ich auch nochmal schauen, wie sieht es denn hier aus? Haben wir hier vielleicht ganz gute Chancen, um hier einen Ausfall zu machen? Make them pay! Hier wäre es eine glorreiche Niederlage. Gut, dann muss ich ihn angreifen lassen im Notfall. I'll have to refuse. Und dann würde ich mich hier an der Stelle verabschieden wollen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich wünsche euch noch, wie jedes Mal natürlich, einen angenehmen Tag und macht's gut.